Im Flur angekommen, war sie allerdings nicht mehr lange alleine. Eine Nachbarin, Blanche, stöckelte gerade auf ihren High Heels hoch zu ihrer Wohnung und kam Hannah fröhlich winkend entgegen. »Hallo, Frau Rosenthal, das Wetter da draußen ist ja echt bescheiden.« Dabei wedelte sie mit ihrem triefenden Regenschirm. »Was Sie nicht sagen, Frau Liss.« Blanche war eines dieser schicken Luxusweiber, die Hannah auf den Tod nicht ausstehen konnte. Allerdings musste man der Frau eines lassen. Sie verdiente sich ihr Geld selbst und das nicht zu knapp. Seit Hannas Trennung von Jan kam ihr die Frau auch immer aufdringlicher vor. Vermutlich war das aber ebenso Einbildung wie der Dämon in ihrer Wohnung. »Ja, ich weiß. Wäre ich nicht Französin, müsste ich eine Nachfahrin von Sherlock Holmes sein.« Blanche zwinkerte. Sie war natürlich keine Französin. Ihr Vorname wirkte mit dem Nachnamen nur so, als ob. »Und Sie kommen vermutlich von einer Geschäftsreise oder so?« »Ja, in der Tat. Auch Sie haben etwas von dem guten alten Sherlock, wie? Ich komme gerade, wie es der Zufall will, aus Rom.« »Und war dort das Wetter besser?« »Ja, aber das ist wohl auch keine Kunst. Dafür wurde die friedliche Idylle von all den chauvinistischen Italienern getrübt. Ich glaube, bei denen macht irgendwas im Kopf Klick, wenn sie eine Blondine sehen.« Hannas Nachbarin lachte selbst über ihren eher mäßigen Witz. »Chauvis mag sie also nicht. Vielleicht sollte ich sie mal Furio vorstellen. Der ist auch Italiener und so gar kein Chauvi.« »Aber genug von mir. Sie sehen gar nicht gut aus. Sind Sie krank oder ist es immer noch das gebrochene Herz?« Hannah erschreckte manchmal, wenn die Leute sie auf die Trennung von Jan ansprachen, mit denen sie selbst gar nicht darüber geredet hatte. Aber offensichtlich gingen solche brisanten Infos immer schnell durch den Hausbuschfunk. Ist ein Teil deiner Artworks hier im Stream von Kamiyasoft, zum Beispiel das mit dem Gamepad in der... Nee, ist es nicht. Ist es nicht. Krank bin ich nicht, keine Sorge. Das Wetter ist aber nicht gerade erheiternd. Ach, Liebes, das bricht mir das Herz. Ich glaube ja, Sie brauchen einfach mal einen Tapetenwechsel, so ganz ohne Mann. Manchmal war es bei Blanche schwer zu erkennen, ob sie es ernst meinte oder nur einen ihrer schlechten Witze riss. Haben Sie morgen schon was vor? Ich könnte noch eine Begleitung für das All-Inclusive-Paket in der Wellness-Oase gebrauchen. Wie meinen? Ach, die Freundin, mit der ich eigentlich hingehen wollte, ist abgesprungen. Aber es ist schon alles bezahlt und wäre doch schade drum. Ich glaube nicht, dass ich das annehmen kann. Natürlich nicht. Für dieses All-Inclusive-Paket müsste ich auch einen halben Monat arbeiten gehen. Natürlich können Sie das. Ein Tag der vollkommenen Entspannung. Sie müssen nicht mal mit mir reden. Jede zieht einfach ihr Programm durch. Das ist sehr großzügig, aber bestimmt nicht ohne Haken. Kein Grund für falsche Bescheidenheit. Wenn Sie nicht mitgehen, verfällt der Besuch. So kann ich meiner Nachbarin noch einen Gefallen tun. Okay, wollen wir mitgehen oder wollen wir nicht mitgehen? Können wir uns jetzt überlegen. Die kann ich jetzt schon nicht mehr leiden. Wir kennen sie doch noch gar nicht. Hätte nicht gedacht, dass er Italiener ist. Naja, Furio, ist Furio kein gängiger Name? Ich weiß es nicht. Aber du musst es ja wissen, Giangio. 212212 mitkommen. Wenn wir mitgehen, schmeißen wir uns an die Blonde ran, oder was? Ich glaube ja. Ich glaube ja, ich bin mir aber nicht sicher. Moment, jetzt muss ich mal gerade gucken. Wir haben 6 mal 7 mal 2 und 1, 2, 3. Okay, wir gehen mit. Also, nun ja, es wäre ja schade drum. Ich komme mit. Fabelhaft, wir kriegen sie schon auf andere Gedanken. Dafür stehe ich mit meinem Namen. Danke auch dafür. Hannah war sich nicht sicher, ob sie sich nun auf den morgigen Tag freuen sollte oder nicht. Blanche strahlte jetzt jedoch noch heller und schien dem Wellness-Tag schon entgegenzufiebern. Nicht zu danken, das wird ein schöner Tag, glauben Sie mir. Allerdings muss ich heute noch ein paar Dinge erledigen. Erst die Arbeit, dann das Vergnügen. Gut, dann will ich Sie nicht länger aufhalten. Wieso halte ich Sie auf? Sie hatten mich doch angesprochen. Sie halten mich doch nicht auf. Bis morgen dann, Frau Rosenthal. Ja, bis morgen. Diese Situation fühlt sich wie eine Niederlage an, aber was habe ich verloren und was wird das für Konsequenzen haben? Aber vielleicht tut so ein Wellness-Tag auch einfach mal gut. Nichts tun und sich verwöhnen lassen, so übel klingt diese Niederlage gar nicht. Als Hannah vor ihrer Wohnungstür stand, hörte sie von innen Schreie. Einbrecher? Sie steckte den Schlüssel ins Schloss und drehte ihn vorsichtig um und tastete sich im Wohnungsflur zu ihrem Schlafzimmer vor. Babybrei, dafür stehe ich mit meinem Namen.
Mach dich weg, das ist meine Seele. Wie redest du überhaupt mit mir, du impertinentes Stück? Ich bin bereits fast ein ganzes Leben, ihr ganzes Leben an Hannas Seite. Imperti, was? Man ersetze impertinent durch dummdreist und schon ist wieder eine Bildungslücke geschlossen. Alles klar. Wer ist Hanna? Auch egal, ich krall mir jedenfalls die Seele dieses Menschleins und du kannst dir jemand anderen suchen. Glaubst du ernsthaft, ich würde es dir so einfach machen, einem Verbannten? Ein äußerst eingebildetes Lachen drang aus Hannas Schlafzimmer. Sie öffnete die Tür einen Spalt breit. Werden die Stimmen aus meinem Unterwäschefach mehr? Hanna lief es eiskalt den Rücken runter, dass aus dem Höllentor in ihrem Kleiderschrank noch mehr solcher Dämonen aufgetaucht sein könnten. Nein, 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 das ist eh alles nur ein Traum. Wieso schleiche ich hier eigentlich rum? Das hier ist meine Wohnung und in einem Traum kann mir ohnehin nichts passieren. Also frei heraus mit meiner Meinung die ganze Zeit schon. Lach nicht so arrogant, ich bin... Ja, ja, ich habe deinen Namen schon beim ersten Mal verstanden. Natürlich kennst du bereits den Großen. Hast du es so sehr nötig, dich so dermaßen laut selbst in Szene zu setzen? Als Hanna in ihr Schlafzimmer trat, erblickte sie auf dem Boden Timotheus, der sich mit ihrem Teddybären unterhielt. Diesen Bären hatte sie schon seit ihrer jüngsten Kindheit und er hat wohl die schlimmsten Dinge mitgemacht, die ein Plüschtier mitmachen konnte. Für Hanna war er dennoch immer ein Trostspender gewesen. Ich verstehe ja, dass eine Verbannung höchst unerfreulich ist, aber seit deiner Ankunft in der Menschenwelt neigst du zu ungehemmten Gefühlsausbrüchen, mit denen du dein Umfeld terrorisierst. Ich muss mal zwischendurch einen Schluck trinken. Sonst wird der Hals ein bisschen trocken. Wenn du dich an die Blondine ranmachst, machst du dich an Isa ran? Was? Also wenn ein Teddybär plötzlich mit dir spricht, dann läuft irgendwas ganz schön verkehrt. Jetzt wird es mir zu kompliziert. Ach. Wir haben ja noch nicht alle kennengelernt. So. Der Teddy hielt die Arme verschränkt und ein wenig Füllung quoll unter einem Arm hervor. Egal wie oft Hanna das auch flickte, die Stelle ging immer wieder auf. Verbannung? Ich habe vielmehr einen Auftrag und der Grund für deine Anwesenheit in dieser Dimension ist so offensichtlich, wie deine Herkunft niederer Natur ist. Was weißt du schon? Du hast dich doch als Sohn eines Rindviehs vorgestellt, oder nicht? Mein Vater ist kein Rindvieh, er ist eine Art Löwe. Also eine überdimensionierte Katze, wie liebreizend. Ich bin mir sicher, dass dein Vater auf deine Intelligenz besonders stolz ist. Mein Papa hat mich lieb, ich bin sein Goldjunge. Ja, aber natürlich bist du das. Warum bist du so fies? Weil ich ein Dämon bin. Meine Gefühle, wie du so ungefiltert zur Schau zu stellen, wäre eine Beleidigung an alle großen Dämonen. Also hältst du mich für eine Beleidigung für die Dämonen? Das hast du jetzt gesagt. Schließlich wurde es Hanna zu bunt. Ihr Teddybär und der Dämon unterhielten sich angeregt in ihrem Schlafzimmer. Sie machte sich mit einem lauten Räuspern bemerkbar. Was ist hier los? Ah, der Mensch ist wieder da. Guten Tag, Hanna. Mir scheint, du hast dir einen ungebetenen Gast ins Haus geholt. Woher kennst du meinen Namen? Wieso fragst du? Wir kennen uns doch schon dein halbes Leben. Nun ja, gemessen an deinem Alter wohl etwas mehr als nur dein halbes Leben. Hanna konnte sich nicht entscheiden, ob sie nun verblüfft oder beleidigt sein sollte. Oh, wie unhöflich von mir. Ich bin einer, ein Dämon, der seit jeher in deinem geliebten Plüschtier haust. Aha. In Hannas Kopf ratterte es. Das musste ein Traum sein, ein wirrer, idiotischer Traum. Deine plumpe Art hat sie verschreckt, Timotheus. Wieso ich? Bei mir war sie noch ganz normal. Da befand sie sich in einer Art Schockzustand. Wieso gibst du mir eigentlich an allem die Schuld? Es dürfte für sie wesentlich einfacher sein, sich an meine Existenz zu gewöhnen, als an die deine. Du redest echt schwul. Timotheus und Einer sahen sich lange und eindringlich an. Du bist dir schon bewusst, dass du über so gut wie gar keine Kräfte mehr verfügst, mein Freund. Timotheus wurde nervös. Ich für meinen Teil habe allerdings durch deinen unbeholfenen Advent meine Kräfte zu einem guten Stück zurückerhalten und kann mich auch wieder frei bewegen. Ist denn schon Weihnachten? Advent, Advent, ein Lichtlein brennt. Ja, die Adventstage in der Weihnachtszeit kennen wohl die meisten, allerdings bedeutet das Wort einfach nur Ankunft. Alles klar.
Medwi, guten Abend. Bastelstunde mit Teddy. Der Teddy heißt Einer? Das ist ein Wikinger, kein Dämon. Hannas Teddybär streckte Timotheusch einen Plüscharm entgegen. Es war der, aus dem die Füllung quoll. Für deine Frechheit gebührt dir eine angemessene Bestrafung. Oh. Die Temperatur im Raum nahm rapide ab, sodass sich vor Hannas und Timotheusch Gesicht kleine Wölkchen bildeten. Ein irreales Licht umgab den Teddybären. Panisch fühlte sich Hannah zu einer Entscheidung gedrängt. Den Teddybären aus dem Fenster werfen, einen verbalen Einwand bringen, tatenlos zusehen. Ihr habt die Wahl. Ein Näson. Zwei, eins, zwei, eins, 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 oh je, drei. Oh, das sieht nicht gut für den Teddy aus. Ich glaube, Variante 1 gewinnt bisher. Krümel und ich sind für Sarkasmus. Jetzt muss ich nochmal kurz gucken. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 7 mal die 1. Ich glaube, die 1 gewinnt. Ja, okay, wir werfen den Teddy aus dem Fenster. Sie packte ihren geliebten Teddybären, der von einem Dämon besessen war, und spurtete zum Fenster, riss es auf und warf das teuflische Plüschtier in hohem Bogen auf die Straße, wo es prompt von einem vorbeifahrenden Auto erfasst wurde. Ist es vorbei? Gut gemacht, Menschenkind, das wird diesem aufgeblasenen Fatzke eine Lehre sein. Timotheusch lachte diebisch und rieb sich seine kleinen Hände, nachdem er blitzschnell auf die Fensterbank gehüpft war. Der Teddybär lag in seine Einzelteile zerlegt auf der Straße, verteilt. War wirklich die ganze Zeit ein Dämon in meinem Teddybären? Hannah seufzte und erst jetzt bemerkte sie, wie sich die Temperatur im Raum wieder normalisierte. Du, Timo? Meinst du mich? Mein Name ist Timotheusch, merk dir das. Der Name ist doch unaussprechlich, aber sag mal, tötet so etwas Dämonen? Sowas? Nö, wir sind schließlich die Krönung der Schöpfung. Dann ist er jetzt mächtig böse, oder? Timotheus schluckte und sein Blick wurde angsterfüllt. Ich sollte runter. Was? Wieso? Bist du lebensmüde? Aber was ist, wenn er seine Wut an Unschuldigen auslässt? Wäre ihm zuzutrauen. Hannah ging vom Fenster weg. Die Situation war so absurd. Sie drehte sich um und ging an die Haustür. Ich sollte lieber Schadensbegrenzung betreiben. Auf der Straße fand Hannah die einzelnen Glieder des leblosen Plüschtiers. Ist er vielleicht doch tot? Wieder in ihrer Wohnung kramte sie das Nähzeug hervor. Timotheusch beobachtete sie aus sicherer Entfernung voller Argwohn. Ich hab dich schon öfters geflickt, wobei es noch nie so schlimm war. Der Teddybär war nicht nur zerlegt, er war auch noch schmuddelig von Regen und Dreck. Und so begann Hannah mit ihrem Werk. Es dauerte nicht lange, da war der Teddybär wieder an einem Stück. Als Hannah den Faden abtrennte, regte sich das Plüschtier wieder. Ich verstehe. Einers Stimme war eiskalt. Er löste sich aus Hannas Griff und ging zurück an den Ort, wo er ursprünglich saß, oben auf ihrer Kommode. Ein Ehrenplatz für einen treuen Freund. Ich glaube, ich habe so auch so ein Teddy bei mir in der Bude, es ist arschkalt. Hannah bewegte sich langsam und müde zur Tür zum Flur. »Hey, wo willst du hin?« »Ich...« Unsere Heldin wurde speiübel. Mit jeder noch so verrückten Begegnung des Tages wurde ihr eines so langsam klar. Das hier war kein Traum, das war die Realität. »Bleib gefälligst hier!« Hannah ignorierte Timotheusch und ging ächzend auf den Flur Richtung Badezimmer. »Ich befehle dir, stehen zu bleiben!« Doch Hannah ging weiter. Hawks Beast, vielen Dank fürs Follow. Mach's dir gemütlich im Fuchsbau. Vielen, vielen Dank. Doch Hannah ging weiter und drückte schwerfällig die Klinke zum Bad runter. Oder nimm mich wenigstens mit. Timotheus blickte angsterfüllt Richtung Schlafzimmer zurück. Die Erlebnisse von gerade machten ihm wohl auch ein wenig zu schaffen. Hannah ging ins Bad und betrachtete sich selbst im Spiegel. Sie war blass und sah kränklich aus.
Was ist das nur für ein verrückter Tag, all diese Dinge, das ist alles gar nicht möglich. Dämonen, Höllentore und auf einmal bespringt mich mein ganzes Umfeld, als wäre ich die letzte Frau auf der Welt. Sie wusch sich das Gesicht, die erfrischende Kühle vertrieb die Übelkeit ein wenig. Jetzt fehlt eigentlich nur noch Jan. Wenn der sich heute auch noch blicken lässt, dann war das ganz offiziell der schlimmste Tag meines Lebens. Daraufhin zauberte sich ein kleines Lächeln auf Hannas Gesicht. Bisher hatte sie geglaubt, dass der Tag der Trennung von Jan der schlimmste Tag ihres Lebens gewesen war. Plötzlich klingelte es an der Tür. Oh Mann, es ist ja wohl so offensichtlich, wer da nun vor der Tür steht. Ja, der feine Herr weiß wieder alles besser. Aber er kann doch nichts dafür. Uns allen werden doch die Worte von einem bösen Diktator namens Autor in den Mund gelegt. Wir sind machtlos ob dieser großen Entität. Ja, danke, Tessa, Erzählerin des Erzählers. Dann mal weiter im Text. Wer ist das denn wieder? Cliffhanger. Hannah ging auf den Flur und an die Haustür. Bevor sie allerdings die Tür öffnete, blickte sie durch den Türspion. Das darf nicht wahr sein. Sie hielt sich erschrocken eine Hand vor den Mund, was ein überraschtes Quieken aus ihrem Hals nicht verstummen lassen konnte. Das ist damit ganz offiziell der schlimmste Tag meines Lebens. Zwei Dämonen habe ich schon und da steht der dritte, Jan. Komm schon, Hannah, mach auf, ich bin's Jan, dein Ex. Ich weiß, dass du immer noch erst durch den Türspion guckst, bevor du öffnest. Schon vergessen, wir waren verdammt lange zusammen. Hannah ballte ihre Hände beschämt zu Fäusten. Ja, wir waren zusammen und ich bereue jede Sekunde, die sich als so derartige Zeitverschwendung herausgestellt hat. Oder vielleicht doch nicht. Vielleicht war ja der einzige Fehler die Trennung. Willst du nicht aufmachen? Timotheo stand hinter ihr und schaute sie mit großen Augen an. Tür öffnen? Tür nicht öffnen. Wir machen nicht auf. Okay. Die meisten sagen tatsächlich Tür zu lassen. Okay, Notien sagt dreimal Tür zu lassen. Okay. Drei. Kostüm anziehen und erschrecken. Okay, alles klar. Wir lassen die Tür mal zu. Hannah verschränkte die Arme und betrachtete angewidert die Türklinke. Ich mache nicht auf. Das kann der vergessen. Es tut mir leid, Hannah. Was tut ihm leid, dass er ein Arsch ist? Ich habe mehr als nur einen Fehler gemacht. Unverzeihliche Dinge habe ich getan. Was du nicht sagst. Aber ich will mich bei dir entschuldigen. Ich will neu anfangen. Ich will dich zurück. Du musst mir nicht sofort antworten. Ich lass dir meine Nummer da. Was du machst, liegt allein bei dir. Aber lass uns wenigstens einmal drüber reden. Unter der Tür wurde ein Zettel durchgeschoben, auf der Jans Handynummer stand. Ich liebe dich noch immer, Hannah. Es erklangen Schritte. Jan ging von der Tür weg und das Treppenhaus runter. Anna stand wie angewurzelt da. Wieso flattert mein Herz immer so, wenn er meinen Namen sagt? Jan ging so schnell, wie er gekommen war. Und so endete für Hannah ein ereignisreicher Tag, der wohl schlimmste Tag in ihrem Leben. Errungenschaft, der schlimmste Tag überhaupt. Du hast etwas in der Galerie freigeschaltet. Oh. Ich glaube, das war der Prolog. Nun, Yesaril, wie wählst du? Die Entscheidung fällt bei diesen Optionen nicht leicht. Hannah könnte auf ihre beste Freundin Kerstin hören und sich auf eine Beziehung mit Furio einlassen. Dort wird sie womöglich wahre Liebe erfahren. Sie könnte sich aber auch einen ihrer beiden Dämonen, Timotheus oder einer annehmen. Sicherlich nicht gerade ein ungefährliches Unterfangen, aber gewiss voller Spannung und Witz. Und dann wäre da noch die überaus ansehnliche Blanche. Wer weiß, vielleicht entdeckte Hannah ja ihre Vorliebe für Frauen. Nicht zu vergessen, Jan ist auch wieder da und möchte einen Neuanfang mit ihr. Also, wieso also eine neue Beziehung beginnen, wenn man doch die alte noch retten kann? Wer die Wahl hat, hat die Qual. Doch entscheiden musst du dich jetzt. Ja.
Ich weiß nicht genau, für wen wir uns entscheiden können. Ich glaube, es sind noch nicht alle Routen verfügbar. Aber für wen würdet ihr euch an diesem Zeitpunkt denn jetzt entscheiden? Blondie? Blanche? Teddy? Blanche? Schubladencamper! Also den Timo, den Kleinen. Blanche, auf jeden Fall nicht Jan. Aufgewärmt ist nie so gut wie frisch. Die blonde Dame. Furio. Blanche. Okay. Wir gucken mal. Ich weiß gar nicht. Okay. Ah, jetzt können wir gucken. Genau. Wir haben Timos Route ist Comedy. Furios Route ist Romantik. Einer ist Psychothriller. Blanche ist Mystery, kommt im Februar allerdings erst. Das Spiel ist übrigens noch im Early Access, deswegen sind noch nicht alle Sachen verfügbar, also nicht wundern. Und Jan ist ein Drama. Drama Queen. Also wir können wählen zwischen Timo, Furio und Aina. Da dürft ihr aussuchen. Ich glaube, der Pfad von Fo ist etwas lahm, daher 1 oder 4. Ich bin für eine Life is Strange Style Girly Lesben Story. Ich finde, Blanche wirkt auf den ersten Eindruck halt sehr zickig, ist das Problem, ne? No, nein, Blanche geht leider noch nicht. Psychothriller? Psycho? Ich bin raus. Oh, verdammt. Einer, Psycho, der mit den Hörnern. Zwei, also Jan. Jan geht nicht, Jan ist noch nicht frei. Du meinst Furio, wenn du zwei sagst, glaube ich, ne? In Dunkelhaarigen. Drei. Ich hätte gerne eins. Teddy. Ich glaube, dass die meisten Stimmen waren jetzt tatsächlich für einer, ne? Für Psychothriller. Timo sehe ich ein, zweimal, dreimal. Comedy. Moment, eins, zwei, drei. Also ich glaube, die meisten Stimmen waren jetzt gerade tatsächlich für einer den Teddy mit Psycho. alles klar. Probieren wir es aus.